Ja, ich begrüße euch zum Teil 2 zu Weimar, die magischste Stadt der Welt. Währenddem wir im Teil 1 die Geschichte von vor 400.000 Jahren, also die menschliche Geschichte, behandelt haben, bis zur Jetztzeit im Jahr 2017, möchte ich euch jetzt einladen zu einem Stadtrundgang. Und wenn wir den Stadtrundgang beendet haben, zu Ausflügen in die nähere Umgebung von Weimar, die mit dieser Geschichte direkt zu tun hat. Normalerweise beginne ich mit meinen Stadtrundgängen hier in Weimar im russischen Hof, im Foyer hinten, wo oben auf der Empore viele bekannte Persönlichkeiten abgebildet sind, die viele gar nicht mit Weimar in Zusammenhang bringen. Das ist mein eigentlicher Ausgangspunkt. Heute möchte ich aber für alle die, die von auswärts kommen und mit dem Pkw nach Weimar kommen, den Ausgangspunkt ins Atrium verlegen. Das Atrium ist das größte Einkaufszentrum hier in Weimar und sollte ursprünglich mal die größte Halle von Deutschland werden. Ich hatte das in der Geschichte schon erklärt. Um das Atrium herum könnt ihr dann gleichzeitig das Gauforum oder Gauzentrum sehen, was ich auch in der Geschichte erklärt habe. Und neben dem Gauforum ist auch noch das alte Museum, sodass ihr dort drei Highlights auf einen Blick habt. Unter dem Atrium habt ihr ein großes Parkhaus, das ist das preisgünstigste wahrscheinlich in ganz Thüringen. Hier könnt ihr auch mal preisgünstig euer Fahrzeug für mehrere Stunden abstellen. Wenn ihr jetzt vom Atrium bzw. dem Gauforum in Richtung Stadt geht, trefft ihr nach ca. 50 bis 100 Metern auf das neue Bauhausmuseum und angrenzend am Bauhausmuseum gleich den Weimar Hallenpark mit dem Kongress- und Kulturzentrum Weimar Halle. Wenn ihr jetzt auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte kommt, weitergeht, kommt ihr nach ca. 100 Metern zum Stadtmuseum und nach weiteren 100 Metern zur Hauptpost. Und gegenüber der Hauptpost sind das Kulturzentrum Monami und der altehrwürdige Kasseturm, der seit Jahrzehnten als Studentenclub fungiert und hier auch republikweit bekannt ist. Ich möchte an dieser Stelle das ein oder andere Gebäude mit benennen, aber nicht alles zeigen, sondern euch als Besucher auch als Explorer oder Entdecker für Weimar einladen, sodass ihr auch mal schauen könnt, wo befindet sich denn das Gebäude tatsächlich. Circa 50 Meter, wenn ihr an der Post vorbeigelaufen seid, kommt ihr zum Hotel Russischer Hof, ein 5-Sterne-Hotel, wo ich euch einlade, ruhig zur Lobby reinzugehen und an der Lobby vorbei, nach hinten durchzulaufen, um diese Empore zu besichtigen mit den vielen berühmten Persönlichkeiten, die hier in Weimar gelebt und gewirkt haben. Und dieser russische Hof, dieses Hotel, hat auch eine lange Tradition und ist gegründet worden, als Weimar diese engen Beziehungen zum russischen Zarenhof hatte, über die Anna Pawlowna und wie sie alle heißen. Wenn ihr euch nach dem russischen Hof in der Richtung halb links haltet, kommt ihr nach ungefähr 300 Meter zum Nationaltheater Weimar mit dem berühmten Denkmal von Goethe und Schiller. Ihr findet dann auf der linken Seite an der Front dieses Schild, das hier am Nationaltheater die erste Demokratie in Deutschland gegründet worden ist, nämlich die Weimarer Republik. Und gegenüber vom Theater findet ihr das alte Bauhausmuseum. Am Theater links vorbei kommt ihr die Schillerstraße, also in unsere Einkaufsstraße, in den Boulevard von Weimar. Und kommt dann dort zum Schillerhaus und zum Gänsemenschenbrunnen. Ende der Schillerstraße rechts halten, dort kommt ihr zum Frauenplan und oben auf dem Frauenplan ist einmal Goethes Wohnhaus, recht groß zu sehen,
Und vor Goethes Wohnhaus ist auch der berühmte Gasthof Weißer Schwan zu sehen, der zu Goethes Zeiten auch schon geöffnet hatte. Wir gehen jetzt den Frauenplan wieder zurück, also hinunter und geradeaus, und treffen dort auf den Marktplatz von Weimar mit dem Rathaus und vielen Sehenswürdigkeiten, unter anderem dem Kranachhaus und dem Fünf-Sterne-Hotel Elefant, wo Adolf Hitler damals seine NSDAP in Weimar neu formiert hat. Jetzt können wir den Markt runtergehen, kommen auf die Marktstraße und rechts und gleich wieder links kommen wir in die Jakobstraße und kommen dort ungefähr 200 Meter an den Hertha-Platz mit der weltberühmten Hertha-Kirche, die eigentlich Peter- und Paul-Kirche heißt. Vor der Hertha-Kirche ist natürlich das Denkmal von Hertha. Und wenn wir es schaffen, gehen wir ruhig mal rein in die Hertha-Kirche, weil hier ist Weltkulturerbe inne drinne, dieser weltberühmte Hertha-Altar, den ich auch in der Geschichte schon erwähnt habe. Und hier wird auch deutlich die Beziehung zwischen Hertha und Luther, die ist ja hier auch in den ganzen Bildern sehr deutlich dargestellt. Hertha-Kirche vorbeigeht, kommt man an einen kleinen Durchgang, so ein bisschen unscheinbar. Und wenn man da durchgeht, kommt man an ein wunderschönes Kleinod von Weimar, nämlich Herthas Kräutergarten. In so einer Stadt wie Weimar mitten im Zentrum auf so einen niedlichen Garten zu stoßen, ist schon was ganz Besonderes. Schaut es euch ruhig mal an. Wieder zurück in die Jakobstraße zu gehen und diese weiterzugehen, da kommt ihr nach 50 Meter ungefähr an das Kirms Krakow-Haus. Traut euch ruhig durch das Hoftor durch, denn dieser Innenhof ist sehr schön anzuschauen. Und wenn ihr dann hinten durchgeht, kommt ihr in einen wunderschön gestalteten Garten, den man an dieser Stelle mitten im Zentrum einer größeren Stadt auch überhaupt nicht vermuten würde. Das sind so diese herzlichen Kleinode von Weimar, in die euch kein Stadtführer mitnimmt. Wieder zurück zum Markt zu laufen, dort am Hotel Elefant vorbeizugehen, zur Musikhochschule. Vor der Musikhochschule steht das berühmte Denkmal Reiter ohne Sporen, das ist also Karl August, und der Bildhauer hat vergessen, seinem Fürsten die Sporen dort an das Denkmal mit anzubringen und hat sich dann aus diesem Grund das Leben selber genommen. Wenn ihr an Musikschule und Denkmal vorbeigelaufen seid, kommt ihr direkt an diese ganz berühmte Anna-Amalia-Bibliothek, die ja vor einigen Jahren mal fast ausgebrannt ist und mit viel, viel Aufwand wieder errichtet worden ist. Wenn ihr dann nach unten lauft, da seht ihr schon das große Schloss, in dem der Fürst Karl August geboren und aufgewachsen ist. Im Marstall neben dem Schloss befindet sich heute das Thüringer Hauptstaatsarchiv. Kommt man über die Schlossbrücke ganz schnell in den Goethepark, und der Goethepark, das ist eine Stätte zur Erholung und zum Entdecken. Hier kann man zum Beispiel Quellen entdecken wie das Ochsenauge oder die anderen drei interessanten Quellen um das Ochsenauge. Man kann das Tempelherrenhaus entdecken, man kann das Goethe-Gartenhaus entdecken, das Burgenhäuschen, das Nadelöhr, das Römische Haus oder auch die Schaukelbrücke und vieles andere mehr. Ist ein richtiger Entdeckerpark, aber wer nichts entdecken möchte, packt sich einfach bei schönem Wetter auf die Wiese und relaxt. Auch die kilometerlangen unterirdischen Gänge in der Nähe vom Burgenhäuschen und vom Nadelöhr. Ja, und im gleichen Atemzug möchte ich auch erinnern, der Goethepark war ja nur für Adlige vorbehalten. Damit auch für die Bürger von Weimar ein Park zum Dinieren und zum Spazierengehen, Erholen da war, wurde der Park am Schießhaus aufgebaut, der erste Bürgerpark Deutschlands. Obwohl der lange Zeit als Denkmal gepflegt worden ist, ist er aber dann in den letzten Jahren verwildert.
Ja, und dann wurde das Denkmal als solches platt gemacht gegen viel Geld und Baugrund geschaffen für Leute, die viel Geld hatten. Und da wurden dann sehr exklusive Häuser auf diesem denkmalgeschützten Gelände gebaut. Also auch in Weimar und in Thüringen wird Politik sehr, sehr gern gegen Geld eingetauscht. Und schauen mal, ob wir das Museum für Ur- und Frühgeschichte finden. Hier hatte ich ja schon gesagt, dass es in Thüringen bereits Menschen seit 400.000 Jahren gibt. Und das ist hier in diesem Museum auch gut dargestellt. Und darüber hinaus dann auch die Bronze- und die Eisenzeit bis in das Mittelalter hinein dargestellt. Für Ur- und Frühgeschichte befindet sich der Eingang zum Hauptfriedhof von Weimar. Und da kann man unten am Eingang schon dann oben auf dem Berg die Goethe- und Schillergruft sehen. Die kann man besichtigen gegen Eintrittsgeld. Und interessant ist hier, dass hier die Knochen mal von den Fürsten, Dichterfürsten verschwunden waren und bis heute wohl auch der Schädel von Schiller noch nicht wieder aufgetaucht worden ist. Das ist eine kriminalistische Geschichte allererster Güte, wer sich damit mal befassen will. In Weimar befindet sich hinter der Goethe- und Schillergruft. Dort ist die Basilika, die Maria Pawlowna als ihre Grabstätte noch zu Lebenszeiten bestimmt und errichten lassen hat. Wirklich sehenswert. Den man ja noch alles zu Fuß machen kann. So, ich schätze mal so 3 bis 4 Stunden insgesamt. Mit dem Nietzsche-Archiv, mit diesem großen Philosophen. Und würde dann im weiteren Teil zu den Ausflügen in die nähere Umgebung Weimars kommen. Dazu werde ich aber einen extra Teil 3 machen, sodass jeder erstmal diesen Rundgang zu Fuß machen kann oder wer mit Auto ist, zum Beispiel hoch ins Nietzsche-Archiv, man auch dann mit dem Auto fahren kann. Aber das möchte ich an dieser Stelle hier damit erstmal abschließen. Ich weiß, dass ich vielen, vielen, vielen hier nicht entgegengekommen bin, die ich nicht extra erwähnt habe. Weimar hat ja viel, viel mehr berühmte Bürger. Aber ich wollte einen allerersten Überblick geben, was ist an Weimar interessant, was ist sehenswert und vor allen Dingen auch, was ist herzhaft, wie der Garten am Körmskrakowhaus oder der Kräutergarten neben der Hertha-Kirche und so weiter und so fort. Sodass man mal auch außerhalb der Führung, die die Stadtführer mit mir einmachen, oder mit einer Kutschfahrt oder sowas, nochmal eine ganze Reihe interessanter Orte zusätzlich hiermit erhält. Ja, und damit möchte ich euch auf Teil 3 neugierig machen. Die Ausflüge um Weimar. Wer jetzt wirklich mal ein paar Tage Urlaub in oder um Weimar machen möchte, was macht denn hier Sinn? Was ist wirklich sehenswert? Bis gleich.